Hier drin ist sonst nichts, ne? Nee. Ja, das sind jetzt die Bilder. Wir wissen, es sind jetzt die Mutter, also die Imperatorin oder so, und ihre Tochter. Ha. Also wir kommen von oben links. Wir haben keine Kartendaten hier, okay. Und es werden anscheinend auch keine Kartendaten abgespeichert. Hallo? Hallo? Sie sind kein Protektor, oder? Nein. Was führt Sie hierher? Ich bin Beo. Wenn Sie hier unten sind, suchen Sie vermutlich nach etwas. Ich würde Ihnen ja helfen. Aber eine meiner Hydraulikleitungen hat versagt und ich kann mich nicht bewegen. Ich bin so gut wie erledigt. Also können Sie mich einfach hier lassen. Oh. Es ist sinnlos, eine alte Einheit wie mich zu reparieren. Also machen Sie sich keinen Kopf darüber, ja? Das wäre nur Materialverschwendung. Busche. Ich würde Ihnen meinen Minenlaser anbieten, aber ich fürchte, Ihr Gestell hat nicht die nötige Leistung. Sie haben vermutlich mehr Glück mit einer Pistole. Es sollte etwas brauchbares Werkzeug im Minenbüro südlich von hier zu finden sein. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Es gibt viel Ersatz für mich. Wir sind schließlich nur Replikas, nicht wahr? Was bedeutet schon ein Tropfen im Ozean? Wenn ich sterbe, machen Sie einfach eine neue. Oh! Danke, dass Sie mit mir geredet haben. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Und sie schweigt. Ja, wir können nicht so ein Ding auf andere benutzen. Wir können sie nur auf uns selber benutzen. Und sie ist auch sehr massiv. Ich weiß nicht, ob wir genug Spray hätten, um sie komplett zu heilen. Leb wohl. Ja, kann nichts machen. Leb wohl, Beo. Wir müssen weiter. Alina suchen. Oh. Warte mal. Wir kamen von oben links. Ah, war im Büro vielleicht ein zweiter Ausgang? Art von Fahrstühlen ist mir schon häufig begegnet, aber primär in Animes und dergleichen. Also in Akira ist es drin, Neon Genesis Evangelion ist es drin, bei sehr vielen. Was hat es damit auf sich? Weil sowas bei uns gibt's nicht, oder? Das ist eine viel zu große Freifläche hier. Warte, wir sollten die da unten treten. Vorbei. Okay. Drei Schuss nur noch. Haben wir noch Elektroschocker? Ja. Ausrüsten. Da war gut was. Revolver. Keine Ausrüstung, die wir hier irgendwo benutzen können.
Oi, da ist ein großer. Ich glaube, da müssen wir runter. Oh. Fliegen wir kurz. Wir haben unten noch einen Gang. Vielleicht können wir dort... Na, so wie dazu. Ja, mitnehmen. Ich sehe Blut da unten, alles voll. Runterrutschen, ja, weg hier. Oh, das ist für Sprengung, richtig? Das wird auch wieder eine Sackgasse sein, ja. Das könnte bekannt vorkommen. Ein heulendes Loch. Kein anderer Weg. Und Blut davor. Das könnte Adlers Blut sein, ne? Hier hat Isu gegen Adler gekämpft. Riesiges Loch im Boden. Ich kann in der Tiefe Wasser hören. Ins Loch springen. Ja. Ich glaube, dass da war doch nicht immer wieder Isa. Alina. Das ist alles durcheinander. Also, Alina Seo ist die mit dem Messer die ganze Zeit. Und das Eingeblendete, hat man sich schon zweimal hatten, die in Uniform, ist nicht sie. Und jetzt sind wir wo ganz anders. Ja, das ist eins von den Bildern. Da sieht man die Küste. Entlang der Küste brechen die Wolkenwellen, die Zwillings... Sonnen sinken über der Stadt Carcosa. Die Schatten wachsen. Die Nacht, wo dunkle Sterne aufgehen und seltsame Monde dunkler Monde durch den Himmel kreisen, aber noch seltsamer. Irgendwas in der Stadt Carcosa. Das sind alles Buchseiten aus dem Gelben König. Lied ungesungen wie Tränen ungeweint, trocken und sterben sollen. Ist was in einem Loch. Es ruft mich, in einem Meer aus Fleisch werden wir eins werden, aber ich kann nie zurück, um wieder ich zu sein. Da, in einer kleinen Nische. Ist es wieder. Es ist gerade und gerade außer Reichweite. Wir haben keine Möglichkeit, daran zu kommen. Oh. Das ist neu. Ha. Ich dachte, ich wäre auf der Insel woanders. Lang gegangen. Ja, wir sind wieder woanders. Aber wahrscheinlich sind wir immer noch in dem Loch, wo wir runtergesprungen sind. Wobei die Wände hier nicht so aussehen wie die Wände oben in dem Loch. Hier unten sind überall Leichen. Und wir sind immer noch angeschlagen. Ich benutze mal ein gutes Apparaturspray, damit wir das kombinieren können später mit den einfachen Patches.
Verrostete Chirurgieinstrumente, sie nützen mir nichts. Leblose Replikakörper liegen auf den Bahren. Okay, Süden kommen wir her. Norden. Opfergaben. Und in der Dunkelheit den Toten soll gegeben werden ein Licht und gesegneter Duft, sodass sie einen Weg finden mögen aus diesem verfluchten Ort heraus. Eine kleine Schale mit Sand zum Platzieren von Gaben steht vor dem Ahnenschrein. Ahnentafeln sind an der Wand aufgereiht, die Namen unlesbar vom Verschleiß. Ja, es wirkt alles sehr, sehr alt hier. Der ganze Rost. Wir sind gerade links in eine Tür reingegangen. Normalerweise kämen wir dann auch rechts raus. Kommen jetzt aber gerade links raus. Was bist du? Ein Dreiecksymbol und ein Numpad. Entriegelt von der anderen Seite. Wir haben keine Karte hier, ne? Müssen wir alles nach Gefühl machen. Da wir Munition sparen wollen, ignorieren wir die da mal. Ja, oder auch nicht. Ab ins nächste Loch. Gott. Oder auch nicht. Also ein paar von denen werden wir töten müssen, weil sie einfach regelmäßig im Weg sind. Aber wir wissen halt noch nicht welche. Hier sieht's doch gut aus. Einen kleinen Verschnaufer. Was haben wir da? Lee. Fliehe von diesem Ort. Warum ist das von rechts nach links geschrieben und von oben nach unten? Hat das irgendwas auf sich? Die Anzahl an Buchstaben vielleicht als Code? 36366. Ja, hier brauchen wir wieder so ein Ding. Das ist jetzt ein komischer Stern oder Radioaktivität. Wir verstauen erstmal dich. Haben so genug Platz. Ich glaube, die beiden hier mache ich weg, weil sie sind direkt neben einem Monitor. Okay. Oben haben wir auch noch einen Zettel nicht angeschaut. Das müssten wir mal gucken. Könnte hier ein wichtiger Hinweis drauf sein. Warnung. Dieser Ort, hier nichts von Wert ist hier. Was ist wahr gefährlich und abstoßend. Nachricht ist eine Warnung vor. Die Gefahr ist noch hier. Die Nachricht kenne ich. Oder zumindest das Konzept davon. Das ist für gefährliches Material, das wir ja hinterlassen als Menschheit. Und dass eine Warnung oder abschreckende Architektur drüber gebaut wird, um halt zukünftige Menschen oder nicht Menschen, zu warnen, dass da etwas Gefährliches ist. Nur für den Fall, dass wir alle sterben, oder zumindest das Wissen um gefährliches Material verloren geht über Jahrhunderte oder Jahrtausende, dass dann Leute das noch finden können und wissen, dass da was Schlimmes ist. Das einfach auf Englisch irgendwo hinzuschreiben oder auf Deutsch ist natürlich Schwachsinn, aber dass man halt aggressive Zeichen dann benutzt oder Stacheln oder ne, sowas in der Richtung. Und wenn es einfach nur sicher ist oder gefährlich aussieht, reicht es aber auch nicht, weil sonst denken Leute, oh, da muss was Wertvolles sein, sonst würden sie es nicht so sehr absichern.
Sehr interessante Konzepte, kann man auch mal googeln. Form der Gefahr ist nicht sichtbar. Irgendwas in der Richtung war es und wird sehr lange anhalten. Die Gefahr wird sehr lange an diesem Ort verweilen. Gemieden und unbewohnt lassen. Wenn im Inneren getötet ist, öffnet sich hier ein Pfad. Was? Wenn die Gefahr im Inneren getötet ist, öffnet sich hier ein Pfad? Da ist schon wieder so ein 3x3-Feld für Nummern. Okay. Irgendwas liegt da. Große Holzpuppe. Und auch wieder einen sechseckigen Boden, ähnlich wie diese an der Steintafel, die wir haben. Jetzt sollte die Umgebung hier sicher sein. Unten geht's nicht weiter. Diese Tür ist mit einem großen, schweren, völlig verrosteten Vorhängeschloss verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um es zu öffnen. Da ist der Computer. Das heißt, es geht nur hier weiter. Oh. Also wir sind schon in sehr viele Löcher einfach so reingesprungen, wo es sehr tief runter geht oder Wasser unten war oder ähnliches. Aber wir sind bisher noch nicht in einen komischen, gedärmartigen Schlund runtergesprungen. Das wäre was Neues. Nitro-Munition. Kein Platz, um Ehering zu tragen. Kein Entrinnen. Selbst in der dunkelsten Tiefe können die Lieder des Weltraums im Äther gehört werden. Der Klang der Sterne. Das soll wohl heißen, dass wir das Radio hier benutzen sollen. Ein altmodisches Mikrofon ist an das Gerät angeschlossen. Und da sieht man auch ein Keypad. Heißt, wir nehmen jetzt unser Radio raus und gucken mal. Wir fangen ganz niedrig an, was für Frequenzen es da so gibt. Warte, 50 könnte schon was gewesen sein, ne? Das ist ein gleichmäßiger Ton. Ja, okay. Markiere ich mal. Wir haben ein... Ja, nicht Y. Was ähnliches. Unendlichkeitszeichen. Soll ich das auch noch irgendwie aufschreiben? Ich mach's mal. Das war ein komisches Unendlichkeitszeichen. Warte, ordentlich schreiben. So. Unendlichkeitszeichen. Das war bei 50 Kilohertz. Soll ich mir die 50 auch noch daneben schreiben? Sicher. Okay, 75. Das ist ein Pfeil. Also auf dem Ziffernblock. Das Symbol ist ein Dreieck mit so komisch Schnörkeln drin. Ja. Und das war jetzt 75. Wie viele Türen gibt es hier unten? Ist ein K. Und das Symbol ist Viereck mit sehr vielen Pfeilen drin. Also ein Viereck, das aus lauter kleinen
Fein besteht irgendwie. Bisschen schwer zu zeichnen, aber ja. Weiter. Was bist du? Ein Sechseck? Erstmal haben wir also eine Pfeilspitze ohne die Spitze, sowas in der Richtung. Das ist jetzt 170 und irgendwie sechseckig oder so. Bin gleich durch, keine Sorge. Zehn Kreuz. Ein interessanter Würfel. So. Und ganz am Ende kommt vielleicht noch einer. Das ist ein Knubbel oben und dann ein Block unten rechts. Und das Symbol ist einfach nur Schnörkel. Schnörkel, 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 Schnörkel. So. Bei 250. Und mein Blatt ist fast voll. Aus. Das Fiepen ist doch ein wenig anstrengend. Okay. Was seid ihr hier? Komische Würfel. Überall Monitore, alte Monitore. Wir bräuchten noch irgendwie Platz. Die Nitro-Express-Munition können wir wegtun. Die ist für ein Gewehr, das wir nicht haben. Hier war der Raum, ne? Hier können wir gleich rausprobieren. Also, das Ding wissen wir erstmal nicht. Komm weg. Das haben wir nicht. Kann weg. Ja, sonst haben wir nichts. Wir haben zwei Pistolen. Wir haben... Oh, warte, ich kann hier einfach nachladen. Das ist schön viel Muni. Ja, dich. Nachladen haben wir jetzt 5 Schuss für. Und die Pistole selber kann dann rein. Und wir haben jetzt 18 Schuss mit dem guten Revolver. Sollte eine Weile halten. Heißt, wir können... Ich hole zuerst den Ring. Nicht, dass wir den da irgendwie dann liegen lassen. Ist hier auch nur ein Raum weiter. So, Ehering. Ein goldener Ehering. Der Satz, bis dass der Tod uns scheidet, ist auf die Innenseite graviert. In dem Kontext, in dem wir uns gerade befinden, ist bis der Tod uns scheidet. Ja, erstmal Tod ist sehr relativ. Also weil Tote hier wieder auferstehen können und weil theoretisch unsere Gestalt schon tot sein kann, aber die Gedanken von der Gestalt sind in uns. Und wir wissen nicht mehr, ob wir von der Gestalt abstammen oder von einer anderen Elster-Einheit, also von der Kopie von der Kopie. Ja, und scheiden? Wir sind eventuell wo vollkommen anders, in einer anderen Welt oder anderen Zeit, als wir vorher waren, als wir mit dem Raumschiff abgestürzt sind. ja, gut, okay. Entriegelt von der anderen Seite. Wir haben das Tor. Wir haben das Tor unten im Raum. Gucken wir, ob wir mal in der kriegeligen Handschrift das entziffern können. Das unterste könnte es gewesen sein, oder? Jo.
Wir wandeln auf irgendetwas sehr, sehr Großem herum, auf dem Metallplattformen gebaut wurden. Oder kam das Ding, nachdem die Metallplattformen da waren? Oh! Es wurde gesagt, dass alle Menschen und alle Gestalten wurden hier unten in die Mine gebracht. Und dass alles Fleisch eins wird. Vielleicht sind das alle Menschen von diesem Planeten? Brauche Antworten. Wir sind schon wieder oben rausgekommen, obwohl wir unten reingegangen sind. Die Hand der Königin. Königin, am ersten Tag wurde sie gekrönt. Am zweiten Tag geschah nichts. Am dritten Tag war ihre Heirat. Am letzten Tag nahm sie ihr Leben. Also kein sehr interessantes Leben. Ist dazwischen irgendwas versteckt an Worten? Weil ich habe es einfach von rechts nach links, von oben nach unten gelesen. Aber vielleicht, wenn man es irgendwie anders liest, stehen noch andere Wörter drin. Das sehe ich aber jetzt auf den ersten Blick nicht. Moni, ja. Ein Gemälde einer verhüllten Frau mit modellierten Händen, die ihr Gesicht bedeckt. Umgeben von einem Heiligenschein und Sternen im Hintergrund. Wähle einen Gegenstand, um ihn zu benutzen. Wir haben einen Ehering. Der Ehering kommt normalerweise dahin. Aber der Text sagt, am ersten Tag wurde sie gekrönt. Am zweiten Tag geschah nichts. Am dritten Tag war ihre Heirat. Also ich denke, am dritten Finger? Mittelfinger für einen Ehering. Gewagt. Geht. Aber es wäre vielleicht doch irgendwo anders gegangen. Müssen wir mal gucken. Also eventuell gehen wir einfach der Reihenfolge nach, die auf dem Zettel steht. Alternativ, wenn es mehrere Ringe gibt, gucken wir nach sinngemäß. Weil das meiste recht subjektiv ist, wo welche Ringe hingehen und was es bedeutet. Also Daumenringe zum Beispiel. Wink, wink, natsch, natsch. So. Aber es hört sich so an, als müssten wir noch drei weitere Ringe finden oder zumindest zwei. Weil nichts passiert, dann ist auch kein Ring da. Ich denke, es war einfach nur frei. Also wir bräuchten noch zwei Ringe. Ist hier noch irgendwas? Können hier nicht runterspringen, ne? Nein. Also wollen würde ich sie nicht, aber ja. Wir können in der Mitte da runterspringen, wenn wir das denn wollen würden. Aber ich denke, wir sollten uns erstmal wieder